Hallo und schön, dass du wieder reinschaust, wenn es weitergeht mit unserer Amy und der Build Newcrest Legacy Challenge. Ja, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, dass Amy was kocht und ja, ich lasse einfach machen. Oh nein, deine Finger, Amy! Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sie gesagt habe, dass sie machen soll. Ein Salat, nein, Gemüseteigtaschen, okay. Komm, Amy, das kriegst du hin. Aber ich glaube, ich habe gar kein Dings reingesetzt. Wir haben auch kein Geld, um dieses. Ich hoffe, sie fackelt jetzt die Küche nicht ab. Ja, ich weiß gar nicht. Oh, uns kochen muss sie auch noch lernen. Ja, letztes Mal hat Amy auch hier ein kleines Häuschen gekriegt, damit sie jetzt ein Schlafzimmer hat. Und einen kleinen Garten. Hier, man sieht es jetzt auch. Und jo, zumindest muss jetzt nicht mehr im Zelt schlafen, sondern hat ein Dach, richtiges Dach über dem Kopf, wo sie hier machen kann und walten kann. Wer bist du? Lilith. Okay, wir müssen mal noch schauen. Wir hatten ja doch einige kennengelernt. Trey Cooper. Okay. Hallo Amy, ich frage mich, ob es sich lohnt, Shelly. Entscheide doch mal selber und frag nicht immer. Oha, da scheint jemand schwanger zu sein. Ihr kriegt bestimmt Zwillinge, so wie das aussieht. Ja, da laufen alle rum. Wir haben einen Pfadfinder. Ja, wir müssen uns heute mal darum kümmern, dass Amy vielleicht auch mal tatsächlich jetzt jemand kennenlernt. Hey, du hast ja die Teigtaschen fertig. Sehr schön. Ich möchte, dass du die dann. Ich mache das selber. Ich weiß nämlich nie, welches ich anklicken soll. Nö, du stellst jetzt deinen Teller nicht hier hin. Süße, aufräumen. Oh, da fällt mir ein. Wir können ja jetzt hier Waschbeckentyp bestimmen. Küche. Waschbeckentyp bestimmen. Badezimmer. Ja, wir können es bestimmen. So, und jetzt? Geh in die Küche, geh in die Küche. Yes! So nice, es funktioniert. Jetzt bin ich aber glücklich. Liebe Amy, wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben 18 Uhr. Ja, hier können wir einfach nichts mehr ernten. Hier laufen noch ein paar Sims rum, aber stopp mal. Wer bist denn du? Kennen wir dich schon? Trevor Eldridge. Keine Ahnung, können wir dich einfach mal. Wir stellen uns mal freundlich vor, wir müssen Bekanntschaften hier schließen, ja? Wir brauchen ja noch einen Partner. Und dann schauen wir mal hier, wer hier ist. Stopp mal. Den kenne ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, wer das ist. Wallace Dings, du siehst auch komisch aus. Nö. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die werden einfach hier regeneriert vom Spiel. Und da muss ich irgendwann mal mischen. Ja, denn das geht gar nicht. Hüp, hüp. Guck mal, es regnet doch schon gar nicht mehr. Hallo. So. Hey, du hast da so Quamboy komische Ringe in der Nase. Ist Saquarium. das überhaupt gut? Kurgadan Yaddavel. Ja, Dagenzi tratschen. Oh, nee, okay. Ciao. Smalltalk? Kennenlernen. Anita. Ja. Was, der hat's mit Sport? Ernsthaft? Hey, ja, Das ob läuft das jetzt genau. so gut Can't ist, no dass der crap, das mit but no work. Sport hat. A mookie Frag mal, ob er grumpa. Single ist. Arben du four. Vielleicht ein bisschen zu Heißt sie schnell, Jan aber Vermeng? egal. Varanoi. Dabishi Sleckem. Amy hat And folgende Julia. Merkmale von Trevor kennengelernt. Insider. Varanoi. Amy hat erfahren, dass Trevor Single Kosche ist. Chenoi. Arbeitslos ist. Pivatanyu. Na super. Auch noch Chabby das. Gobi. Er hat nicht Roshitamole. einmal eine Arbeit. Okay. Ja, du magst einfach alles. Ja, du gehst los. Okay. Da ist er doch. Trevor. Tiefgründige Unterhaltung. Komm, red mal noch ein bisschen mit ihm. Vielleicht wird es ja was. Irgendwann müssen wir ja mal ein paar Jungs Wonderboy. kennenlernen. Finoicho.
Und in der Welt gibt's halt hier leider noch nicht so viel. Interessen über Interessen reden. Ja, über besten Brüder reden und... Nee, wir wollen ja nicht, dass er geht. Wir wollen ja hier ein bisschen... Genau, frag mal nach seinem Tag. Raten den Traumjob anzunehmen, tiefgründige Unterhaltung. Kompliment über Aussehen machen. Wir nehmen natürlich dann, falls er der Freund werden sollte, die Ringe weg. Okay, Zuspruch geben. Können wir einen Anmachspruch machen? Flirten? Wir probieren es einfach mal. Okay. Kompliment über Aussehen nochmal machen. Gestehen sich. Oh, ich glaube, er mag's nicht, aber er ist kokett. Aber sie war gerade durchgestrichen bei ihm. Sind die vielleicht nicht kompatibel? Ah, ein Insider ist er. Okay. Er ist Polizist, das wäre natürlich auch nichts Schlechtes. Und Joe Evans? Moment mal, wo willst denn du hin? Aufreizen, posieren, wir müssen hier mal noch ein bisschen erst einen Kuss erleben, komm. Komm. Wir müssen hier jemanden Händchen halten. Und? Oh mein Gott, ich brauche ein Bild. Ich brauche ein Bild. Amy, das ist ja klasse. Ja, ein Pussy. Sehr schön. Oh nee, wir wollen noch kein Baby machen. Wir haben ihn doch jetzt gerade erstmal kennengelernt. Ist das schon so schnell, wenn wir ihn bitten? Halt, nicht weglaufen. Halt doch mal. Da, verführerisch flüstern, nicht weglaufen. Halt mal da, wir haben doch erst kurz nach 21 Uhr. Über Hochzeit reden geht auch noch nicht. Flirten, einen Kuss hauchen. Körperliche Nähe, küssen. Das scheint doch echt schon gut zu sein. Okay. Ah ja, komm, wir bitten ihn, ob er unser Freund ist. Ne? Machen wir mal. Mal gucken, was er sagt. Sanft küssen noch und... Oh, schön. Nuddel ihn mal. Ja, wir gehen jetzt einfach mal auf die Kappen. Okay, ja, er ist müde und geht. Okay, aber wir haben einen Freund. Okay, immerhin mal was. Sehr schön, Amy, das hast du ganz toll gemacht. Amy, spitze. Aber du dürftest jetzt mal deine Toilette verwenden. Und dann werde ich dich schon ins Bett schicken, damit wir am nächsten Tag schön ausgeschlafen sind. Ja. Und euch hole ich dann zurück wieder, wenn Amy wieder wach ist. Oh nein, oh nein. Seht ihr das? Oh nein, ich musste euch jetzt dazu holen. Ich fass es nicht. Ich habe wirklich die Türe abgeschlossen, dass dieser Bösewicht nicht kommen kann. Und er tatsächlich. Amy, und was ist, wenn du jetzt wach wirst? Nein, lass meine Amy in Ruhe. Nein. Ach, Mensch.
Ernsthaft? Oh, die arme Amy. Du böser Du. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so. Nein, meine Amy. Echt jetzt? Amy. Nein. Das ist ein böser Mensch. Ein ganz ein böser Amy. Nochmal, der sagt hier ganz leer. Oh nein. Du Fladilaus. Ich bin pappsatt. Ich bekomme keinen Tropfen mehr runter. Ich werde Amy nicht verwandeln. Aber sie ist so köstlich, dass nur eine riesige Menge Knoblauch mich nächstes Mal abhalten könnte. Ich komme zurück, wenn mir erneut der Sinn nach einem mitternächtlichen Snack steht. Was? Amy. Geh wieder ins Bett dann. Oh, du Arme. Oh Mann, ey. Nix da. Amy. Oh nein, da sieht man's. Die fühlt sich gar nicht wohl. Ach Mensch. Ach nö, arme Maus. Ja, mit deinem Dings jetzt. Geh das an. Das geht gar nicht. Dieser blöde Fladilaus, echt. Geh mal ernten. Oh, Geburtsmeldung. Wir können dem Teetreff vorbeischauen. Tut mir echt leid. Genau, geh mal alles ernten. Und dann werden wir uns hier das Zeug auch holen. Graben und Frösche suchen. Und Rosen ernten und Löwenmäulchen ernten. Wir nehmen alles. Zwiebeln nehmen wir natürlich auch wieder. Ja, das Übliche werde ich jetzt wieder machen, damit sie hier alles einsammeln kann. Denn wir brauchen ja Geld. So, jetzt hat sie schon einiges hier wieder gesammelt. Gucke ich nochmal durch, ob wir auch alles haben. Weil manchmal habe ich schon festgestellt, vergessen die Sims hier einiges. Und wollen das einfach nicht. Amy, mir wäre es arg recht, du würdest vielleicht hier jetzt nochmal Reste nehmen. Guck mal. Ja, du fühlst dich so unwohl. Ich kann es echt verstehen und es tut mir auch so leid, dass du dich unwohl fühlst. Wieso willst du Käse nehmen? Junge. Wo ist unser Haus? Hier. Wir nehmen kein Käse. Hallo? Brunch servieren, okay. Mach doch deinen Obstsalat, damit wir einfach noch was haben. Komm zurück. Trevor ruft an. Ich kann es nicht fassen, dass du das Blut anderer Leute getrunken hast, ohne um Erlaubnis zu fragen. Sowas macht man einfach nicht. Bitte was? Bitte? Wir haben kein Blut getrunken. Wir wurden ausgesaugt. Geht's eigentlich noch? Du müsstest den Fladilaus anrufen, nicht uns. Wir haben die Bissspuren am Hals. Also, der ist doch bekloppt, oder? So, Amy ist jetzt da, macht sich einen Obstsalat. Also, ich finde es unglaublich, der beschuldigt uns, wir hätten jemanden gebissen, dabei ist es gar nicht. Wir wurden gebissen. Das war jetzt bestimmt wieder negativ. Oh ne, es ist noch oben. Er ist nur noch arbeitslos. Ich denke, wir müssen ihn auch mal einladen. Zu uns, wenn er unser Freund ist. Oh, Amy, du hast ja vergessen zu ernten. Alles ernten dann noch. Hallo, Herr Eberl. Hallo, Minimi. Ja, wieder so viele Leute da, aber wieder keiner. Wer bist denn du? Ein Opa. So, Amy. Essen.
Ja, wir haben irgendwie keinen Platz hier für einen Küchentisch. Ich denke, ich werde es hier wahrscheinlich noch ein bisschen erweitern. Amy, ich habe gedacht, du räumst das dann vielleicht gleich auf. Aber ja, ernte erstmal ab. Damit wir Geld kriegen, werden wir wieder nach Henford heute reisen und versuchen zu handeln. Ja. Da fällt mir eigentlich, wir müssen gerade mal gucken. Oh, fossil extrahieren, Pinwand voll. Und nochmal. Okay, da haben wir ja doch einiges gekriegt. Okay, ich bin auch gerade am Überlegen, ob wir uns vielleicht. Gucken mal. Ein Hypnofrosch könnten wir doch. Mit einem Sonnenblumenfrosch. Okay. Okay. Wir gehen erst handeln in Henford. Ja, das machen wir jetzt gleich. Und dann schauen wir, ob wir uns einen Verkaufstisch herholen können, was wir hier hin positionieren. Vielleicht können wir dann ein bisschen Geld machen, dass wir uns noch mehr kaufen können. Ich sag immer wir, dabei meine ich doch die Amy. Hallo, Kerstin! Respektvoll vorstellen. Oh mein Gott, du bist ja schwanger. Bekommst du ein Baby? Neue Persönlichkeit. Amy ist sehr wichtig, korrekt zu sein und, und sie verbringt mehr Zeit damit, sich um sich selbst zu kümmern. Nein. Ja, genau. Muss ich mal vorstellen und dann werden wir mal handeln. Oh nein, jetzt ist die Schreckschraube schon wieder da. Sorry, wenn ich das sage, aber ich mag die überhaupt nicht. Greg. Ich kann Ja, sie nicht Moya. leiden. Greg. Die Gusta. Agnes Knautschgesicht, Noi. genau. Ugaruni. Amy? None. Kongeloi. Ja, schön, wenn du dich unterhältst. Ja, genau, jetzt kommt sie. Chikame? Ah, Neb. Revobe? Neb, Schufa. Ernsthaft? Naja. Wir müssen trotzdem verkaufen. Wappen Neufwinu? So eine Oh, Blöde. Verkaufen mal. Den behalten wir noch. Die tun wir in den Kühlschrank. Ah, die Lilien verkaufen wir bis auf eine. Die Löwenmärchen verkaufen wir. Rosen verkaufen wir auch bis auf zweimal. Wer weiß, für was wir es noch brauchen. Und wir verkaufen mal. Würde ich sagen. Okay. 1090. Ja. Das ist doch Finster. was. Und ich denke, damit können wir was Sie. anfangen. Können Moink. wir kaufen keine Waren bei dir. Zurück geht's. Ernsthaft, vielen Dank für deine Treue. Okay. Ich schau mal, ob wir uns einen Verkaufstisch leisten können. Ich dachte, es gibt noch mehr. Gibt es nicht von Sulani auch einen Stand? Bin ich da jetzt falsch? Da fehlt, oh doch, da ist schon der von Sulani, der kostet nur 300. Ich glaube, dann nehme ich den von Sulani und stelle den mir mal so hin. So, hier vorne. Also, wir haben jetzt 300 Simoleons ausgegeben für den Stand. Zack. Wir verkaufen unsere komischen Steine hier. Na, das vielleicht nicht. Das wird bestimmt keiner kaufen. Dann haben wir noch unsere Lebensmittel, die wir natürlich verstauen. Und wir werden hier einen Frosch, 30, 10. Die für 10 haue ich auch mal weg. Und die, wo mehr geben, die lasse ich mal. Und 10 hier. So, liebe Amy, ausstellen. Komm, mach mal, genau. Und dann Stand bedienen. Und wir erhöhen auf 300% und Gartenverkauf beginnen. Ja, wir brauchen ein bisschen Geld. Es tut uns leid, aber mit so wenig können wir uns einfach nichts leisten. Und wir wollen ja noch essen und unser Haus noch weiter ausstatten, vielleicht noch einen schönen Garten herrichten und alles. Da bauen wir das einfach. Wollt ihr nicht mal ein bisschen herkommen? Guck mal,
Hier, hier. Schaut mal, hier. Ich verkaufe was. Kommt mal her. Hallöchen. Oh, der erste kommt. Ja, willst du was kaufen? Ausstellen. Stell gleich noch was hin. Hey, du sollst den Stand bedienen. Lappen verkaufe ich nun nicht fertig. Oh, wer bist denn du? Humber Groove. Okay, du bist bestimmt verheiratet. Ja, du trägst einen Ehering. Er wollte nichts kaufen. Shelly, Peace und ich hatten eine Menge Spaß zusammen. Danke für deinen Rat. Okay. Stand bedienen. Junge, Junge. Was machst du denn da immer? Die rennt halt immer weg. So kauft doch kein Mensch was. Gartenverkauf beginnen. Nochmal. Auch wenn es spät ist. Aufs Klo kann ich nachher gehen. Guck mal, verkauf mal hier jetzt was. Bitte, kauf doch noch was. Komm, kauf du auch mal was. Mhm. Oh je, wir haben einfach Pech hier. Ist jetzt nur eins verkauft. Wir wollen doch noch was verkaufen. Oh, 160 gab es noch dazu. Okay. Wir versuchen nächstes Mal unser Glück dann nochmal. Mhm, vielleicht können wir hier auch nochmal einen Frosch züchten mit dem. Naja. Super. Amy, was ist los? Was ist los? Ich krieg dich einfach nicht mehr aus dem Kopf. Wie wär's mit einer Verabredung zum Abendessen? Oh, ich würde ja gerne, wir können nur nicht. Nein, aber weißt du was? Wir laden dich jetzt ein zu uns. Guck mal, wir laden dich ein. Wir können leider nicht zu dir. Trevor ist gleich da. Rein bitten. Komm, lass ihn rein. Der wird doch wohl rein können, oder? Ja, Freunde dürfen rein. Dann werden wir mal Romantik flirten. Einen Kuss hauchen. Und dann müssen wir aber noch ein bisschen hier freundlich sein, denn Tag verschönern. Es ist noch nicht so weit oben genug. Noch kennenlernen. Oh, der ist angespannt. Warum bist du angespannt? Warum bist du angespannt? Pampini umfra. Frinka, brove unza. Ja, genau. Redet mal hier ein bisschen miteinander. Kimba. Über Interessen reden. Wir müssen hier echt den Balken noch höher kriegen. Angst vor Vampiren zu geben, das finde ich eigentlich ganz gut. Genau, flirt mal mit ihm. Rezo Tharbo. Knuddeln. Dabishi. So. Was können wir denn noch machen? Gnadenlos kitzeln. Romantischen Interessen fragen. Neigen ausdrücken. Vielleicht machen sie ja dann mal was. Alleine tief in die Augen schauen. Bist du in der Kunduxphase? Hey, könnt ihr vielleicht jetzt mal ein bisschen
Tinoba's Wong. Auch nochmal ein Kuss. Genau, stell mal eine schlüpfrige Frage, was auch immer das sein soll. Küssen. Wir wollen jetzt hier ein bisschen mal was sehen. Wie süß ist das denn, wie die sich angucken? Sorry. So süß. Warum lachst du? Versuchen zu verführen. Waxa? Knuddeln. Leidenschaftlich küssen. Komm, das könnt ihr auch machen. Händchen halten. Hals küssen. Ribna? Kalibna Breck. Vielleicht noch zu früh für ewige Liebe erklären, aber wir machen es einfach mal. Verführerisch flüstern, er macht so gar nichts, ne? Aber er ist kokett. Er ist kokett. Nochmal leidenschaftlich küssen. Nudeln. Jumba. Na, wenn er jetzt kokett ist, dann wird doch das jetzt was, oder? Oh, wir haben echt schon spät wieder. Oh mein Gott. Ach Gott, war das süß. Was macht ihr? Was macht ihr? Sie geht duschen. Was hast du jetzt geerntet? Hier gibt's nichts zu ernten. Okay. Ist der kleptomanisch? Laut der vielleicht? Nö. Genießern Insider und aktiv. Aber da steht gar nicht dran, dass die kompatibel sind. Da steht's dran. Das finde ich jetzt etwas seltsam. Also Amy ist treu, ehrgeizig, fürsorglich, weise Sammlerin und liebt die Natur. Okay. Erstes Energieversagen. Oh. Verloben. Liebe liegt in der Luft. Vielleicht wird es Zeit für den nächsten Schritt und einen Antrag. Nö. Das geht zu schnell. Wir können ihn nicht mal hier. Geht er jetzt nach Hause? Ja, er geht. Okay. Amy, essen. Äste nehmen. Jetzt will ich schon wieder den Käse nehmen. Ja, spinnst denn du? Nimm dir so eine Teigtasche. So, liebe Amy, setz dich. Ja, unsere Amy hier, die wird jetzt hier das fertig essen, dann schicke ich sie ins Bett, dass wir in der nächsten Folge dann gleich am nächsten Tag beginnen können. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du schaust auch das nächste Mal wieder rein und kannst mir vielleicht auch ein kleines Kommentar hinterlassen, ob du findest, dass der Trevor zu Amy passt oder ob Amy doch nochmal auf die Suche gehen soll. Ja. Und dann hätte ich gern noch deine Meinung darüber, ob sie tatsächlich jetzt den nächsten Schritt dann wagen soll und sich verloben soll. Ja. Das sind alles solche Sachen, was mich jetzt interessieren würden. Über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen. Und vielleicht ein Abo, wenn du noch keins hast. Wie immer verlinke ich in der Videobeschreibung den Link, wo du diese Challenge findest, falls du mal Lust hast, auch sowas zu spielen. Und ich werde natürlich reinschreiben, und nur welche kleine Abwandlung ich jetzt für mich getroffen habe. Ja, dann findest du noch ganz viele liebe YouTuber, bei denen du auch gerne vorbeischauen kannst, denn die machen auch tolle Let's Plays. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge anschaust. Tschüss.